Herzlich willkommen zum zweiten. Nee, Quatsch. Was war's? Nicht zum x-ten Teil. Wir spielen es hintereinander. Gerade eben ist die erste Aufnahme vorbei. Jetzt kommt die zweite Aufnahme. Ich glaube, das müsste jetzt Teil 6 sein. Wir sind mittendrin. Das ist cool. Warte mal, in der Zeit gehe ich meinen Kaffee holen. Das leibliche Wohl muss immer gesorgt sein, nicht vergessen. Au. Was denn jetzt schon wieder? Noch jemand? War echt unnötig, mich hier so zu erschrecken. Ja. Es gibt noch ein paar andere Einstellungen im BetterTDB, aber nicht Pflicht. Twitch etwas entschlacken. Muss aber nicht. So, wo müssen wir hin? Achso, nächste Aufzeichnung. Ansonsten ist es ein richtig schönes Goodie. Auf welche Ebene müssen wir da? Ebene 1, 2, 3. Scheiße, habe ich nicht hingehört. Auf der ganzen Brücke gibt es Verteilerkästen. Ich könnte mich reinhaken und die Energie auf das A-System umleiten. Hammond kann das Hochfahren in das Schiff werden. Okay. Eins von drei. Energiezufuhr. Eins haben wir. Aufzüge sind aktiviert. Okay. Hoppla. Dann nehmen wir doch jetzt erstmal Aufgabe, ja. Ebene 1. Hör mal zu, Isaac. Ich bin die medizinischen Berichte durchgegangen. Diese Dinger sind sowas wie Biorekombinatoren. Sie nehmen totes Gewebe, absorbieren es und formen es neu. Eine Iteration scheint den einzigen Zweck zu haben, Leichen zu infizieren. Die anderen, naja, bringen Leichen dazu, wieder andere zu infizieren. Und dieses Gewebe, das wir überall an den Wänden gesehen haben, scheint auch dazu zu gehören. Laut eines Berichts, den ich gefunden habe, ist das ein Habitatwandler. Ein Habitatwandler? Oh, alles klar. The brain behind the muscle.
Vakuums. Hier können wir höchstens nochmal die Waffe fixen, alle machen, fertig machen. Aber das braucht nicht viel. Eintritt Vakuum. Ja, mein Upload ist okay. Oh, leckt ein bisschen, sehe ich gerade. Das ist sehr wahrscheinlich das Video, was jetzt gerade rübergeschoben wird. Es geht. Nicht immer, manchmal leckt das. Wir sind voll, voll was. Okay, doch, was haben wir denn da? Luftkanister. Luftkanister, okay. Schema Level 3. Der Impedanzprojektor, den können wir doch wegschmeißen, den brauchen wir echt nicht. Der sieht ja schick aus. Mir echt leid, aber die muss ich alle ermeucheln, weil sie mir sonst überall auf den Sack gehen. Ups, egal. Komm, wir kriegen. Funktioniert nicht. Schade. Dann so. Was? Gib's doch zu, hättet ihr auch gemacht. Ah ja, doch da lang. Genau, läuft mir auf alle Fälle nicht hinterher. Das ist wichtig. Was denn jetzt schon wieder? Kann man hier nicht mehr in Ruhe... Wo bist du? Zeig dich. Was? Finger? Wo zeigt mir der Finger hin? Mittelfinger? Du bist schon tot. Brauchst dich nochmal aufhüpfen. Medikett brauchen wir nicht. Hab ich jetzt nicht drauf geachtet. Hahaha. Du kommst doch da raus. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, kommst du doch da raus. Energiezufuhr zum AAS hergestellt. Kontrollsysteme über Verteilerkästen umgeleitet. Ich habe ein Signal. Fast da. Da hinten wird ein bisschen was gesplattert. Nein, nein, nein. Thank you.
Ein Glück habe ich es schon alle umgebracht, oder was? Sonst wäre hier die Teufel los. Warte mal. Nee, 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 nee. Da ist eine Tür offen. Das ist ein Ton, der ist sehr interessant. So, dann werden wir jetzt mal in Ebene 2 gehen. Das kennen wir. Dann jetzt in Ebene 3. Dann war Ebene 1 unten drunter. Aha. Bis später. Nein, nicht ihr, liebe Zuschauer. Profi. Profi muss einkaufen. Bring mal was mit. Was zum Spielen. Gerne Gummipuppe. Nee, danke. Was? Hat er mit mir geredet? Er hat eben zu mir gesagt, machen Sie uns wieder ganz. Hier, Tempel. Die Brücke ist total hinüber. Keine Ahnung, was hier los war. Aber ich werde hier nicht rumstehen und warten, bis es zurückkommt. Ich gehe jetzt rüber zur Hydrostation und suche Elisabeth. Plasmas voll. Was haben wir denn jetzt alles? 25. Ui. Schema Laserkastron, Energiekern. Die müssten eigentlich alle mal abgeben, so langsam oder sicher. Und sie listen wieder. Okay, was schmeißen wir raus? Ja, ihr könnt es auch benutzen, genau. Okay, da liegt noch was. Credits. Asteroidenabwehrsystem ist online. Gut, genug Energie. Aber die Zielerfassung der AA-Kanone ist offline. Liegt sicher an einem Kabel. Bis ich das ersetzt habe, müssen Sie die Kanone bedienen und manuell zielen. Nehmen Sie den Aufzug nach oben und gehen Sie zum Kanonenschacht.
aber die auch zertreten? Ne, gut. Ist schon geil. Einfach nur faszinierend gut gemacht. Oje. Ding, 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 ding. Manchmal möchte ich echt wissen, wo ich jetzt in diesem Raumschiff bin. Das ist, Isaac, schwebt das? Sie müssen über das Schiffsäußere, um zur AAS-Kanone zu kommen. Das Problem ist nur, dass wir von Asteroiden bombardiert werden. Sehen Sie sich nach Deckung um, bevor Sie in Stücke gerissen werden. Was? Warning. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ups! So war das nicht geplant. Ich glaube, da brauchen wir ein bisschen länger, bis wir das hinkriegen. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Wie soll ich das hinkriegen? Hartzeit, Debo. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Hä? Ja, ja. Arm weg, Bein weg, Arsch weg. Eintritt Vakuum. Eintritt Schwerelosigkeit. Okay. Achtung! Mehrere Einschläge an der Steuerbordhülle registriert. Ah, so funktioniert das. Alles gut. Kommt noch was? Jetzt. Okay. Ui. Jetzt aber nichts wie los. 38 Sekunden haben wir noch. Das schaffen wir bis dahin, oder? Komm, das schaffen wir doch bis dahin. Mach die Tür auf! Ende der Schwerelosigkeit. Mach die Tür zu! Ende des Vakuums. Das muss speichern. Was ist denn das?
Halbleiter, Rubin. Oh, was Teures. Nee. Das sieht schick aus. Manuelle Steuerung. Genau, Isaac. Sie sind jetzt im Schacht. Die Kanone ist ein Massenbeschleuniger, sollte also alles durchdringen, was auf uns zufliegt. Behalten Sie die Höhenintegrität im Auge. Wenn zu viele von den Dingern vorbeikommen, sind wir tot. Wir haben das System so gut wie repariert. Ich brauche noch ein bisschen mehr Zeit. Okay. Jetzt hierher kommen. Wo sind die denn die ganze Zeit geblieben? Waren die überhaupt nicht da oder was? Oder wer hat die abgeschossen? Wenn die jeder. Nur noch eine Minute, dann sollte es wieder. Och, nur noch ein paar. Alles klar. Fuck, ist das laut. Ja, wenn wir schon eine Waffe nehmen, dann eine anständig laute, ne? Ja. Ah, da oben. Los. Ich hab das Ding gleich repariert. Nur noch einen Moment. Ja, ja. Alles in Ordnung. Ah, jetzt wird's zu viel. Wir haben 79%, das geht noch. Automatisches Kontrollsystem aktiviert. Gut, Isaac. Die Zielerfassung ist wieder online und wird uns den Weg in den sicheren Orbit freischießen. Sobald wir das Feld hinter uns gelassen haben, gehe ich wieder auf Autopilot. Wir treffen uns an der Monorail-Station, wenn ich fertig bin. Gut, das ist ein Aimbot. Schöne Schrotflintenmunition, die da rausgedonnert werden. Okay, dann wieder rückwärts. Nein. Wir speichern. Hör doch auf! Sekunden, 30 Sekunden haben wir noch. Müssen wir schaffen. Ja. Yeah. 20 Sekunden, bis wir drin sind. Ende der Schwerelosigkeit. Ende yes. Des Vakuums. Wir haben noch einen benutzt, dann müssen wir doch Platz haben, oder? Ne, haben wir nicht. Okay. Sehr geil. Wartet. Isaac Hammond? Ihr werdet das nicht glauben. Die Sauerstoffsättigung fällt. Irgendwas vergiftet die Luft, die die Hydrokulturen produzieren. Und was es auch ist, es füllt das ganze Deck mit diesem organischen Zeug. Wir werden bald keine Luft mehr zum Atmen haben. Aber wenn ich diese Laborberichte richtig deute, kann ich ein Gift herstellen, mit dem wir das Zeug zerstören können.
Kommt zur Krankenstation. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Ich sollte alles hier haben, was ihr braucht. Hört das denn nie auf. Isaac, gehen Sie rüber zur Krankenstation und mischen Sie, was immer Kendra Ihnen sagt. Ich gehe rüber zu den Hydrokulturen. Wenn ich das Ganze verlangsamen kann, haben wir vielleicht genug Luft, um es zu bekämpfen. Vergessen Sie nicht, Ihre Rig zu synchronisieren. Ich brauche erstmal einen Shop, um das zu tun. Energie umgeleitet, alles klar. Huch, wer hat denn hier sauber gemacht? Wer hat hier sauber gemacht? Wieder so ein neues Vieh? Neue Viecher, jawohl. Was seid ihr denn jetzt wieder? Irgendwelche Arme? Och nö. Ebene 2. Yes, richtig. Ugh, Windows-Taste. Doof. Da ist ein Shop. Das ist gut, dass wir hier einen Shop haben. So, Inventar. Anzug Level 3. Lebensmittel, Energie, Strahlenmunition. Super. So. Wir verkaufen den Halbleiter. Stasis Pack verkaufen. Verkaufen. So. Aus dem Safe raus. Genau. Anzug Level 3. Das wird jetzt interessant. Hex, Hex! Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ich hab ein bisschen mehr Helm, ein bisschen mehr Arme. Gut. So, was kaufen wir denn? Einen Knoten haben wir gekauft. 10 Mille kostet Knoten. Plasma-Energie habe ich mal ein bisschen was gekauft, richtig.
Eigentlich brauchen wir jetzt einen Speicherplatz. Eigentlich bräuchten wir jetzt einen Speicherpunkt. Spuck mich nicht so an. Das war eine Frau. Auch wenn das Bein etwas komisch ist. Das hat Möbels. Aber das Bein ist komisch. Warte mal, ich helfe dir. Safe Point. Kein Safe Point da. Aber gut. Kapitel 4 abgeschlossen. Was? Scheiße, Isaac. Ich kann die kontaminierte Luft bis hierhin riechen. Es verbreitet sich schneller, als ich dachte. Smells like ich versuche es zu isolieren, aber das wird uns nicht viel Zeit bringen. Wir müssen dieses Ding vom Schiff schaffen. Die Chemikalien, die du brauchst, sind im Chemielabor. Wenn du da bist, werde ich die Tür für dich hacken. Alles klar. Sie können sich nicht Gottes Plan in den Weg stellen. Die natürliche Ordnung. Sind sie blind wie der Rest? Oh ja, kommt hin mit der Maske. Ein bisschen. Anscheinend hat jemand die Türschlösser auf diesem Deck neu programmiert. Und zwar erst kürzlich. Wir sind wohl doch nicht allein hier. Jemand will dich nicht in diesem Teil des Schiffes haben. Ja. Hab ich mir fast gedacht. Warum wollen die mich hier nicht? Was ist denn ihr Problem? Hier hat sich irgendwas geändert. Okay, die Tür ist jetzt mittlerweile offen. Ne, die war schon offen. Die haben wir schon geöffnet das letzte Mal. Aber das Licht ist aus. So, Waffen verbessern. Wie viele Punkte haben wir denn überhaupt? Wir haben einen einzigen Knoten.
Nachladen. Nachladen wäre schneller. Juhu, komm, was soll's. So. Und auf dem Rücken sehe ich gerade, dass wir definitiv ein bisschen Leben brauchen. Hat nicht gereicht. Okay. Müssen wir das nächste Mal noch ein bisschen Leben kaufen. Okay, hier hat sich was geändert. Da ist kein Körper mehr drin. Und das Ding macht jetzt hier irgendeinen Murks. Hör auf, rumzuzappeln, liebe mir. Au! Schon. Was haben die Entwickler im Kopf? Das war natürlich perfekt scheiße. Perfekt scheiße. Oh nö. Ah, okay, warte. Das müssen wir nachdarstellen. Dann gehen wir hier schon mal rein. Gehen wir nochmal die Credits holen. Dann finden wir nochmal die Waffe.